Herzlich willkommen vor der 13. Runde das Media Briefing. Wir spielen morgen im Schlager gegen den SK Rapid Wien. Bei mir begrüßen darf ich heute Marko Stanković und Cheftrainer Franko Foda. Franko, zur Personalsituation. Gelben Kartensektor hat sich wieder etwas getan und auch bei den Verletzten. Bitte um dein Update. Ja, sind ja 3 Spieler gesperrt. Ist ja allseits bekannt mit Djuricin, Barbaric und Schloffer. Aber ansonsten sind alle Mann an Bord, alle einsatzfähig und freuen sich alle auf das morgige Spiel. Jetzt haben wir gegen Wiener Neustadt nur unentschieden gespielt, so war der Tenor. Man kann das Ganze aber auch umdrehen, du hast das auch getan. Wir sind 4 Spiele ungeschlagen, 2 Siege, 2 Unentschieden. Ist es oft, dass es oft ein bisschen negativer gesehen wird, als es ist dann? Ja, das ist halt immer die Sichtweise der einzelnen Personen. Fakt ist schon, wir wollten in Neustadt das Spiel unbedingt gewinnen. Das ist uns leider Gottes nicht gelungen. Wir haben auch in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Das habe ich auch der Mannschaft so mitgeteilt. Aber zweite Hälfte in Neustadt waren wir schon die klar bessere Mannschaft, hatten zahlreiche Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben. Aber insgesamt müssen wir einfach in Zukunft in der Lage sein, so eine Leistung wie zweite Hälfte Grödig, zweite Hälfte Neustadt über 70, 80 Minuten abzurufen. Weil nur dann kannst du auch dann jetzt gegen die besseren Mannschaften bestehen. Aber ich bin der Überzeugung, wir haben jetzt wieder eine Woche Zeit gehabt, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und die Mannschaft versteht immer mehr, was ich will. Aber es wird immer trotzdem noch Zeit benötigen. Es geht nicht von heute auf morgen so ein Prozess. Aber trotz allem bin ich insgesamt schon zufrieden. Rapid hat in den letzten 12 Auswärtspartien immer getroffen. Ist das vielleicht ein Mittel, morgen kein Tor zu bekommen, um zum Erfolg zu kommen? Wenn wir 5-4 gewinnen, ist mir es eigentlich egal, in Wahrheit. Klar, Rapid hat eine Mannschaft, die qualitativ gut besetzt ist, die gut nach vorne spielt, mit viel Tempo über die Flügel. Es sind ja auch Spieler Beric und Kainz, die ja vor kurzem noch hier in Graz gespielt haben. Sie haben Qualität, aber wir spielen zu Hause. Ja, wir haben jetzt gegen Grödig zu Hause schon gezeigt, dass wir wieder eine Heimmacht werden wollen. Und so müssen wir auftreten. Von der ersten Minute an aggressiv nach vorne verteidigen und auch dementsprechend nach vorne spielen. Das wird einfach die Aufgabe sein. Wir spielen hier zu Hause. Es kommen viele Zuschauer morgen. Ich glaube, es sind schon 13.000 Karten weg. Also das gab es auch schon lange Zeit nicht mehr. Und da muss sich doch jeder Spieler freuen darauf. Da muss jeder Spieler hungrig sein. Und wenn wir da morgen ins Stadion einlaufen, da muss jeder Spieler da 90 Minuten mit Begeisterung, Leidenschaft Fußball spielen. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Also keinen Rasenschacht machen, sondern voller Attacke vom Schlag. Naja, wir haben, das werden wir auch heute besprechen, wir haben klare Ideen, klaren Plan, aber es gibt halt immer einen Gegner, ja. Also wir spielen ja nicht gegnerlos, aber ich glaube, das war immer schon zu meiner Zeit, also vor 2 Jahren, kann ich mich erinnern, haben wir hier 1-0 geführt, 3-1 Rückstand, 3-3 und dann gewinnen wir das nächste Spiel in Rapid Wien 2-0 und es war im Prinzip der Weg zur Meisterschaft damals. Also Rapid-Sturm oder Sturm-Rapid, das sind immer besondere Spiele mit viel Emotion. Das waren immer tolle Spiele für die Fans, es ging immer hoch und runter, es sind eigentlich immer viele Tore gefallen und ich gehe davon aus, dass es morgen auch der Fall sein wird. Du hast schon gesagt, es sind viele Tore gefallen. Dir ist egal, wenn es 5-4 ausgeht, aber wer soll bei Sturm die Tore jetzt machen, wenn der Goalkeeper fehlt? Ja, also klar, Marco ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, aber eine Mannschaft lebt nicht nur von einem Spieler. Ja? Und deswegen, ich kann sie immer wieder betonen, ein Spiel ist nicht davon abhängig, ob du mit 3 nominell oder 4 Stürmer spielst, sondern entscheidend ist einfach, dass sich alle Spieler mit in den Angriff mit einschalten. Ja? Wenn wir im Ballbesitz sind, haben alle die Aufgabe mit anzugreifen. Und wenn wir den Ball verlieren, hat jeder Spieler sofort die Aufgabe, auf Defensiv umzuschalten. Und es müssen alle verteidigen. Und wir haben noch Möglichkeiten. Ja, wir haben Beichler, Marco, wir haben Tadic noch, wir haben junge Spieler Gruber. Also es gibt schon noch die ein oder andere Alternative. Und ich muss mir jetzt klar überlegen, oder beziehungsweise nicht mehr überlegen, sondern ich habe schon meine klaren Gedanken, wie wir morgen auflaufen und spielen wollen. Und das Einzige ist halt Tadic, der ja schon
leider Gottes jetzt schon Fortschritte macht, aber er war lange verletzt, hat, glaube ich, noch kein Spiel bei 90 Minuten absolviert. Und da ist halt die Überlegung, ob ich ihn von Anfang an bringe oder dann vielleicht während dem Spiel reinbringe, so wie das dann auch im letzten Spiel in Neustadt der Fall war. Weitere Fragen an den Trainer? Bitte schön. Hat sich Martin Ehrenreicher recht bewährt hier, meiner Meinung nach? Ja, Martin hat bis jetzt in den zwei Spielen, also ich bin ja erst seit zwei Spielen da, hat er für mich persönlich hat er einen guten Eindruck hinterlassen, ja, sowohl defensiv, auch immer wieder mit Akzente nach vorne, was ich ja auch will von meinen Außenverteidigern, dass sie sich immer wieder im Spiel nach vorne mit einbringen, ja, dass sie da auch kreativ sind. Das hat er jetzt in den zwei Spielen gut gemacht. Wir haben 2-0 gespielt. Ja, das ist natürlich immer eine Botschaft auch für die Verteidigung. Und aber jeder Spieler muss sich Woche für Woche wieder neu beweisen. Ja, Todorowski hat vorher da gespielt, der hatte das Pech, er hat dann im letzten Spiel links gespielt oder im vorletzten Spiel gegen Grödig für Christian Klemm. Und in dieser Phase hat halt Martin ein gutes Spiel absolviert. Ja. Und ich habe immer betont, bei mir geht es nicht nach Namen, sondern ich stelle immer nach Leistung auf, was ich im Training sehe, was ich in den Spielen sehe. Und da hat sich Martin jetzt einen kleinen Vorteil erarbeitet und insofern wird er da auch morgen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wieder spielen. Es geht jetzt zweimal innerhalb von kürzester Zeit gegen den gleichen Gegner. Trainiert man da anders, noch mehr, noch spezifischer auf den Gegner hin? Nein, generell trainieren wir eigentlich das, was wir spielen lassen wollen. Ja. Wir haben eine Idee. Wir haben klare Vorstellungen, das ist mal der Schwerpunkt in unserem Training. Klar geht man dann auch auf den Gegner ein, was hat der Gegner für Stärken, was hat er für Schwächen. Wir versuchen dann Lösungen zu finden, die erarbeiten wir uns auch im Training und dann ist es aber wichtig, ja, die Spieler sind immerhin die Protagonisten am Wochenende und sie müssen dann diesen Plan umsetzen und bin aber der Überzeugung, dass sie das morgen tun werden und wir haben uns gut vorbereitet, ja, gut vorbereitet. Aber Rapid, brauchen wir nicht drüber reden, es ist eine gute Mannschaft. Aber auch wir haben Qualität, wir sind in der Lage, gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Sie haben schon kurz angesprochen, welche Schwächen haben Sie bei der Rapid ausgemacht? Ja, das werde ich den Spielern mitteilen heute in der Besprechung. Und wir werden dann wirklich konkret auf diese Dinge eingehen, aber auf die Stärken. Ja. Stärken habe ich ja schon mal gesagt. Sie spielen mit viel Tempo über die Flügel, mit Hoffmann, der wieder in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Sie spielen sehr aggressiv, sehr kompakt. Aber die Schwächen des Gegners, das behalten wir für uns. Und das sage ich meiner Mannschaft. Noch eine Frage, bitteschön. Entspricht die momentane Mannschaft von Sturm ungefähr den Vorstellungen, so wie Sie das vorher vermutet haben? Ja, also ich mache das ja jetzt nicht von einem Spiel abhängig. Klar, wir haben gegen Neustadt eine Halbzeit nicht gut gespielt, weil wir einfach im Spielaufbau nicht mutig genug waren. Wir haben da vor allen Dingen in den ersten 20, 25 Minuten nicht unser Spiel durchgezogen, so wie wir das eigentlich vorhatten. Aber generell sehe ich schon gewisse Dinge im Training, so wie ich mir das vorstelle. Aber eins ist doch auch klar, in 2-3 Wochen kann man da nicht alles verändern. Das will ich auch nicht, weil es gibt ja einmal eine klare Vorstellung, wie man spielen lassen will, aber du brauchst dann auch gewisse Ergebnisse, dass die Mannschaft dann auch an diese Dinge glaubt. Ja, dann ist es auch schneller umzusetzen. Aber klar ist natürlich auch, dass wir schon auch einmal kurzfristig denken und aber auch schon langfristig. Das bedeutet also, wir denken schon auch über Winter und auch über den nächsten Sommer hinaus, ja, weil ich habe so eine Vorstellung, wie gesagt, was wir wollen. Auch der Verein hat ja im Prinzip so eine Spielphilosophie entwickelt. Und wir werden da genau drauf schauen, mal bis Winter jetzt, wer dann auch diesen Vorstellungen entspricht. Jeder hat da Möglichkeit, sich auch zu zeigen und zu beweisen. Und dann gibt es halt immer wieder Transferperioden und da muss man dann auch die richtigen Maßnahmen treffen und setzen, um dann auch irgendwann da wieder ganz nach vorne zu kommen. Aber das machen wir ohne großen Aufhebens. Also da werde ich
mit unserem Manager, mit Gerhard, da werden wir das in Ruhe besprechen, was möglich ist, was nicht möglich ist, und dann glaube ich schon, dass wir dann das Richtige machen werden. Bitteschön. Wenn das Thema Spielphilosophie angesprochen, mich würde interessieren, was sind die wesentlichsten Unterschiede in Ihrem Spiel im Vergleich zu Ihrem Vorgänger? Ja, schauen Sie, jeder Trainer hat seine eigene Idee, und Darko hat hier eine gute Arbeit abgeliefert, und es ist auch sehr, sehr schade, dass er hier weggegangen ist, aber hat natürlich eine große Möglichkeit gehabt, nach England zu gehen, in die zweite Liga, ist natürlich sehr interessant und auch attraktiv. Ich war auch mit ihm immer in Kontakt, deshalb weiß ich ja auch, kenne auch alle Stärken und Schwächen von der Mannschaft, wo es dann auch noch vielleicht Verbesserungsbedarf gibt. Also bin ja auch nicht blauäugig an die Sache herangegangen, und aber ich stelle da kein Vergleich auf, weil es erstens keinen Sinn macht, und zweitens hat da jeder seine eigenen Vorstellungen. Und aber letztendlich wird jeder Trainer, das wissen wir alle, immer dann auch irgendwo einmal an der Entwicklung schon auch gemessen, aber am meisten natürlich an den Ergebnissen. Was ist Ihre Idee? Ja, auch das, jeder Trainer, der wünscht sich eine perfekt spielende Mannschaft, ja, die super Fußball spielt und dazu noch gewinnt. Ja, das ist mal so eine Wunschvorstellung von jedem Trainer. Und das ist natürlich auch meine Vorstellung. Aber man muss dann immer sehen, was hast du für Mannschaft, was hast du für Spieler, was können sie spielen. Das ist natürlich auch eine Stärke eines Trainers, das dann auch relativ schnell zu erkennen. Also man darf nicht den Fehler machen, jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe die klare Vorstellung, kann ich das jetzt mit der Mannschaft überhaupt spielen, sondern ich muss auch wissen, was haben die Spieler oder die einzelnen Spieler für Stärken und Schwächen, und dann muss ich das schon etwas anpassen. Aber wir wollen schon in naher Zukunft attraktiv spielen, wir wollen aktiv sein im Ballbesitz, auch gegen den Ball, wir wollen dominant sein, aber das ist immer das eine, man redet darüber, aber es gibt auch immer einen Gegner, der das versucht dann nicht, dass das halt nicht zustande kommt, aber wie gesagt, wir wollen morgen ein gutes Spiel machen, ich habe Vertrauen in die Spieler und in die Mannschaft. Sie arbeiten gut, sie sind weiterhin sehr aufnahmefähig und auch sehr lernwillig, wissbegierig. Und das sind schon mal wichtige Grundvoraussetzungen, um dann auch irgendwann dann diese Dinge am Wochenende abzurufen. Und deswegen gehen wir da mit viel Vertrauen in das Spiel und bin der Überzeugung, dass wir da morgen ein gutes Spiel machen werden. Abschlussfrage an den Trainer. Man spürt bei den Ausführungen die Freude an der Arbeit hier. Naja gut, dann, wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich hier nicht zurückgekehrt generell, wenn man hat ja Pause gehabt, ja, ein Jahr, und da konnte man ja auch mal durchatmen und erholen. Aber auch in dem Jahr hat man dann gemerkt, so was einem auch fehlt, ja, so diese tagtägliche Arbeit mit den Spielern, mit der Mannschaft. Spielern was zu vermitteln, dass sie besser werden und dass sie trotzdem nach wie vor Freude haben am Training, Spaß haben. Und für mich ist es einfach das Schönste, wenn ich dann halt sehe am Wochenende, dass die Mannschaft super Fußball spielt, dass die Leute, die im Stadion waren, dass die dann auch nach Hause gehen, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, dass die nach Hause gehen und sagen, mein Gott, das war toll heute, wie die Mannschaft da gespielt hat. Und das wäre natürlich mit der Schönste, aber ich weiß auch, dass da noch einige Arbeit uns bevorsteht. Aber mir macht es Spaß, weil ich sehe, die Mannschaft, die will. Die will gewisse Dinge umsetzen, und das ist für mich das Wichtigste. Ich bitte um den Wechsel. Okay. Ja, heute war ich vorsichtig, weil die Kamera lief mit, ne? Marco, morgen dein 20. Spiel gegen Rapid. 7 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen waren es bis jetzt. Spiele gegen Rapid sind immer etwas Besonderes, sieht man auch an der Kulisse morgen. Was war so dein besonderstes Erlebnis, um so auszudrücken? Puh, ja, ich war 4 Jahre bei der Austria, und da ist jedes Spiel gegen Rapid ein Erlebnis, weil es halt die ganze Woche eine Brisanz ist. Da sind mehr Kamerateams, mehr Journalisten bei dem Training als ja, an anderen Tagen jetzt, sage ich mal. Und wobei, mein schönstes Erlebnis war trotzdem unser Eröffnungsspiel damals
wie wir gespielt haben, wie wir 3-1 da gewonnen haben. Da kann ich mich erinnern, weil das war, glaube ich, mit dem haben wir selber nicht gerechnet, dass wir so gut auftreten gegen Rapid, und an das kann ich mich heute noch schön erinnern. Tor gemacht, Tor aufgelegt. An sowas erinnert man sich natürlich gern. Jetzt hat der Trainer vorher gesagt, gegen Neustadt hat so ein bisschen der Mut gefehlt, nach vorne zu spielen. Musst du morgen dabei sein, um erfolgreich zu sein? Ja, auf alle Fälle. Ich sage mehr als gegen jeden anderen Gegner, weil ich behaupte jetzt einmal, dass Rapid die einzige Mannschaft war heuer, die wir gespielt haben, wo wir mit einer Niederlage, wie wir dort gespielt haben, hätten wir fast rechnen müssen, weil da waren es wirklich eindeutig besser. Und deshalb, weil wir wirklich nicht mutig waren, weil wir passiv waren. Und ja, wenn man gegen Rapid passiv ist, dann wird man wahrscheinlich eher einen Kürzeren ziehen, weil die spielerische Qualität haben, sie haben eine sehr gute Mannschaft und ja, trotzdem, wir spielen daheim und da sollte man sowieso nie passiv sein. Ich bitte um eure Fragen an den Marco. Es hängen ja schon wieder Hoffnungen an deine Person, dass du vielleicht auch triffst. Ist dieser Druck, mit dem du noch umgehst inzwischen, oder? Ja, ja, sicher. Sicher würde ich gerne treffen, aber ich sage es dir ganz ehrlich, und du kannst mir ruhig glauben, wenn ich nicht treffe und wir gewinnen, dann ist das für mich das Gleiche, weil ja, ich würde natürlich auf alle Fälle ein Spiel gewinnen. Der Trainer hat schon gesagt, es wird eine super Kulisse werden, es wird ziemlich nah an ausverkauft werden. Und da will man natürlich gewinnen, speziell gegen Rapid, weil wir haben halt leider keinen Stadtrivalen, wo man sagen kann, den will man schlagen. Und ich behaupte, für unsere Fangemeinde ist Rapid dann der nächste Rivale. Und ja, das ist ja für uns Spieler absolut klar. Ist es so, wenn der Marko Djuric hinfährt, dass der Marko Stankovic ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss, soll, darf? Nein, ich glaube nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich sowieso immer sehr viel Verantwortung übernehmen soll. Für das bin ich ja da und für das bin ich ja zurückgekommen. Und jetzt der Marco ist unser Topscorer, der die meisten Tore macht. Und ja, ob ich jetzt der bin, der jetzt in dem Spiel absolut seine Rolle einnehmen wird, das werden wir sehen. Ich persönlich würde es mir natürlich wünschen, das wäre Plätzchen, wenn ich es nicht sagen würde. Aber wie gesagt, solange wir gewinnen eigentlich und das uns absolut ist, dann ist mir das relativ egal. Wie bist du mit deinen Leistungen zufrieden, seit du wieder so? Ja, es hat sich am Anfang ein bisschen schleppend angefangen, aber ich bin der Meinung, dass ich dann relativ gut wieder zurückgekommen bin. Und ich sage jetzt einmal, dass ich mit dem kleinen Zwischentief, was ich mit meinem Zehenbruch nach dem Salzburg-Spiel gehabt habe, das habe ich jetzt sehr gut auskuriert. Also das sollte man keine Probleme mehr machen. Bin ich der Meinung, dass ich jetzt körperlich sicher auf 100% bin. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, weil ich bin der Meinung, für mein Spiel brauche ich absolute Fitness. Und die habe ich jetzt. Und ja, ich hoffe, dass ich es mal an den Tag lege. Aber grundsätzlich sage ich, bin ich schon am richtigen Weg. Weitere Fragen an den Marco? Der Walter schreibt noch. Morgen vorderster Front, das wäre was? Das werden wir heute beim Training sehen oder in der Besprechung. Also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ziemlich viele Positionen schon gespielt habe in meiner Karriere. Bis auf den Innenverteidiger war, glaube ich, schon alles dabei. Deshalb lassen wir uns überraschen. Wenn das die letzte Frage war, dann habe ich noch ein, zwei Informationen. Morgen brandneu erscheint unser Sturmecho aktuell. Ab sofort zusätzlich zum Sturmecho Magazin, welches weiterhin unsere Abonnenten und Mitglieder zugesandt bekommen. Mit Hintergrundinformationen ist sicher die beste Ablenkung vor dem Spiel. Wird am Stadionvorplatz von unserer Jugend verteilt gegen eine freiwillige Spende für die Jugend. Also zulegen und die Zeit vor dem Spiel überbrücken, um vielleicht die Nervosität ein bisschen zu unterdrücken. Außerdem sind 13.000 Karten für morgen verkauft. Sorgen wir gemeinsam für einen Hexenkessel. Sind noch Tickets erhältlich in der Gerardegasse 1 und morgen am Stadionvorplatz an den Außenkassen. Dankeschön fürs Kommen, alles Gute für morgen.